Ah, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und haben da diese heftige Cutscene gesehen und wir sind jetzt gerade auf einer Gegnerrunde. Und ja, genau, unser Auto ist kaputt, wir wollten ja zum Bunker fahren beim letzten Mal. Und wir müssen jetzt den Douglas fragen, ob wir ein Auto bei ihm kriegen. Allerdings, Freunde, ja, wie ihr seht, das ist mittlerweile Nacht geworden hier. Machen wir jetzt noch die restlichen Gegner hier kurz platt, ne? Wir waren ja hier in unserem Zimmer, da würde ich sagen, nehmen wir nochmal das Telefonat mit. Das von der Jodie. Ja, hey, ah ja. Ich hatte mir schon langsam Sorgen gemacht. Pierce wandelt auf und ab wie ein Bär. Wo ist er hin? Na egal. Ja, genau. Hell ist noch nicht zurück. Seltsam, seltsam. Vielleicht hat er eine Geliebte? Sorry. Gott, bin ich froh, dass du lebst. Du gehst in den Bunker? Okay, verstanden. Ich werde es ausrichten. Alles klar, Leute. Die Jodie, die macht sich auch Gedanken und der Pierce ist irgendwie weg. Das war ja unser Kollege vom Anfang, ne? Was ist hier mit dem Fernseher los? Ein neuer Fernseher. Ja, gut. Okay. Nee, Leute, wisst ihr was? Da hier noch die Gegner sind, bereiten wir uns mal drauf vor und gehen wir direkt mal hier rein. Jawohl, Leute. Da haben wir jetzt hier diese Goblins hier. Oh, nee, Leute. Ja, genau. Oh mein Gott. Leute, Leute. Diese Goblins hier. Lad schneller nach. Ach, verdammt, ey. Ah, ja. So. Oh, jetzt mach doch. Lass mal, komm. Die brauche ich. Und. Ah, oh, drei auf einmal, Leute. Ah, oh, Mann. Jetzt hör doch auf hier. Ih. Hör auf, du Biest. Zack hier. Los. Ah, gut, dann mach nochmal Plasma. Ah, das war's schon. Okay. Gut. Drei Goblins hier, Leute. Ja. Ist jetzt wieder eine Woche her, dass ich das gespielt habe. Ja, ich hatte ja letzte Woche diese heftige, heftige Cutscene gehabt. Und ja, dieses Videoproblem. Warum ist das hier manchmal verpixelt, manchmal nicht? Das verstehe ich nicht. Naja, egal, Leute. Dann würde ich sagen, nee, da muss ich nicht hin, ne? Nee, da muss ich nicht hin. Ich muss ja zurück. Ja. Genau. Freut mich, dass ihr immer wieder hier dabei seid bei Parasite Eve 2. Und ja, ich nehme es jetzt ausnahmsweise mal an Freitagmittag auf hier. An dem 27.03. Und ja, ich bin jetzt quasi in Tag 15 der Eigenisolation, ne? Und wenn ich nicht aufnehme, werde ich verrückt. Das ist einfach so. Schaut mal, was da hängt, Leute. Fledermäuse. Ja, kommt, wisst ihr was? Ich habe gesagt, ich mache mit der Muni keine Fledermäuse, aber ist okay, Leute. Wisst ihr was? Mach mal hier. Ah, das Blitzlicht. Gut, egal. Dann nimm hier die M93R und mach mal hier so. Zack. Genau, Leute. Da ist noch eine. So, alles klar. Gut. Habe ich das Blitzlicht nicht drin, ne? Warum habe ich das Blitzlicht nicht drin, ne? Moment. So, hier, Blitzlicht, komm. Verschieben. Hier ins Inventar rein. Zack. Genau, Leute. Ja, da müssen wir uns gleich mal mit dem Douglas unterhalten. Aber erstmal mache ich, wie gesagt, noch die letzten Gegner. Da waren ja hier draußen noch welche, ne? So. Genau, Fledermäuse, Leute. Dann mach hier mal Blitzlicht und zack, und dann sind die jetzt verwirrt. Und dann mach hier mal Dings, eine Nekrosis, Leute. Ah, die sind gar nicht verwirrt. Was soll denn das? Ich dachte, das Blitzlicht, das macht die verwirrt. Mach das. So. Ah, dann mach hier nochmal Plasma, komm. Ah, verdammt. Die gemeinen Viecher hier. Ich dachte, das Blitzlicht blendet die. Hä? Okay. Naja, gut. Dann eben nicht. Gut, Leute, wisst ihr was? Dann gehe ich nochmal in den Keller. Weil hier im Keller seht ihr da sind auch noch jede Menge Gegner. Nehme ich noch kurz mit, weil wir brauchen ja die XP, ne?
So, was haben wir denn jetzt hier? Hier war es ja dunkel beim letzten Mal, ne? Und ja, dann würde ich mal sagen, schaue ich mir das mal. Okay. Was ist denn hier, Leute? Hier ist kein Gegner. Doch. Ah, schaut mal die. Genau die Dinger. Die Dinger, dafür brauche ich definitiv die Pumpgun. Das sind so kleine Versionen von dem Zwischenboss, die wir hatten. Oh, okay, die Muni ist leer. Mach mal Plasma. Mach den mal sichtbar. Ach, verdammt. Ja gut, dann... wechsel die Waffe. Los. Und schieß sie kaputt. Los. Boah. Ja, genau, Leute. Neue Gegner. ja. Firefly, genau. Das sind genau die Patronen, die ich gegen die brauchen werde, Leute. Die Fireflies. neue Gegner. Die sind richtig krass. Die sind einfach unsichtbar. Aber auch nicht so schwer. Also die können dich zwar anspringen, aber... ja. So, jetzt haben wir doch hier das Loch. Schau mal, da ist ein Riss in der Wand. Das haben wir beim letzten Mal nämlich nicht gesehen. Proteinkapseln. Jawohl, Leute. Würde ich sagen, die schlucke ich doch direkt. So, weil immer... plus HP ist immer gut. Plus HP los. 115. So. Gut, Leute, dann würde ich sagen, rüste ich mich mal kurz hier um auf die Fireflies. So, und dann packe ich hier doch... Cola habe ich, MP-Wasser habe ich. Ich packe hier nochmal eine Heilung rein. Und hier... sortiere das mal. Zusatztasche. Nee, werde ich doch nicht benutzen. Da gibt es beim nächsten Mal noch was. Gut. Leute, dann haben wir hier den ersten Raum schon mal geklärt. Schauen wir mal, was da oben für Gegner sind. Wir haben jetzt zum ersten Mal hier die Fireflies und... Goblins. Okay. Goblins. Schaut euch das mal an. Bam. Die verbrennen das hier richtig gut, Leute. Aber die machen irgendwie gar nichts, ne? Was zum... Hä? Warum machen die nichts? Was soll das? Guck mal, die machen da irgendwas. Keine Ahnung. Okay. Einfach mal passive Gegner hier. Auch nicht schlecht. So, da hinten ist noch einer. Lad mal nach. Und dann schieß ihn mal kaputt da hinten. Los. Keine Ahnung, warum die nichts machen hier, die Gegner. Die waren wahrscheinlich so irgendwie excited von irgendwas. Naja, gut. Haben wir hier noch... Ah, wir haben keinen Flair mehr. Schade, Leute. Gut, egal. Da müssen wir damit erstmal klarkommen. Hier in dem Keller war noch was, ne? Genau. Hier in dem Keller war noch was. Okay. Dann würde ich mal sagen... Auch Goblins. Okay. Leute, dann... Mach den kaputt! Ah, so. Die machen nichts, ne? Das ist irgendwie so komisch hier. Die Gegner, die machen nichts. Sehr gut, dann mach einmal hier Combustion drauf. Und dann, das ist ja dann ziemlich easy, ne? Ah, das reicht nicht mehr. Schade. Ja gut, dann... Dann nimm hier die Fireflies und mach die so kaputt. So. Die machen nichts. Ich keine Ahnung, warum die nichts machen hier. Das ist irgendwie komisch. Naja, egal, Leute. Hauptsache EXP-Farm. Karten und Chips, ja. Ja, ja, klar. Gehen wir doch alles. Gut. Ich würde mal sagen, dann haben wir den Keller hier aufgeräumt. Ja. Dann bleibt als letzte Aktion wirklich jetzt nur noch zum Douglas gehen, ne? Gut. Dann würde ich sagen, Freunde, die MP sind knapp, ne? Moment, ich habe keine XP zum Leveln, da würde ich sagen, nimm mal hier ein MP-Wasser. So, 52. Ich hab lieber volle MPs. Bin ich ehrlich. Ja, das MP-Wasser 2 will ich eigentlich nicht benutzen. Nimm lieber eine Medizin rein. So. MP-Wasser 2 werden wir später noch brauchen, Freunde. Ganz wichtig. Gut, Leute. Dann sind wir jetzt hier wieder in der Brühe drin. Aber wir haben jetzt hier alles kaputt gemacht. Und, ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder hier raus. Wir müssen jetzt nämlich zum guten Douglas. Und ihn um ein Auto beten. Genau. Der Keil, der steht da noch da vorne an der Tankstelle.
total assig, ne? Genau, wenn es spannend wird, kommt er nicht mit, ne? Das ist... Ja. Okay, hier sind noch Gegner drin, ne? Hier sind noch irgendwo Gegner drin, ne? Goblins. Okay, Goblins, Leute. Combustion, los. Komm und... Ah, verdammt. Verdammt, jetzt mach den Combustion-Zauber. Los. Alle weg. Der Zauber ist einfach so mega, Leute. Ich feiere den so ab. Gut, dann heil dich mal kurz. Ja, genau. Das waren schon die Gegner hier drin. Alles klar. Na gut. Na dann. Gehen wir mal zum Douglas. So. Ja gut, dann gehen wir mal. Wow! Boah! Boah! Hab ich echt sogar fast ein bisschen erschrocken hier. So. Dann mach mal Firefly. Weil jetzt seht ihr auch mal den Effekt von den Fireflies bei denen. Die bleiben da nämlich sichtbar. Schaut mal. Wir wissen, die können sich da nicht ganz unsichtbar machen hier. Zack. Oh, zack. So, Leute. Genau, deswegen immer die Firefly bei denen benutzen. Weil... Ja, genau die, Leute. Genau die. Weil das sind so Counter gegen die. Counter-Muni. Genau, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen. Gehen wir mal hier rein. Los. Wow. Okay. Hey, Aya, Sie leben. Gerade noch. Ich habe mir Sorgen gemacht. Genau, deswegen versuchst du auch uns abzuschießen, oder was? Naja, gut. Brauchen Sie was? Infos über den Bunker? Kann ich den Wagen haben? Waffen? Was darf's denn sein? Haben wir denn hier irgendwas? Wir haben ordentlich BPs, Leute. Ist da was? Ich glaube, ich hol mir... Seien Sie vorsichtig. Ja, nee, ich wollte nicht raus, eigentlich. Ich wollte eigentlich mir jetzt hier die eine Rüstung von dir kaufen, hier, diese PASGT-Weste. Militärische Standardweste mit eigentlich Medikit. Genau, Anti-Gift und HP-Regeneration. Das ist doch eigentlich geil. Dann würde ich sagen, kaufe ich mir die mal, Leute. Gut, seien Sie vorsichtig. Ja, das werde ich. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier die neue Rüstung mir reinziehen. Hier, schaut mal. Hat MP, HP. Kriegen mehr HPs und MPs. So, ausgerüstet. Gut, der hat ja schon ein Radar drin, oder? Nee, hat er nicht. Okay, gut, dann muss ich das Radar leider nochmal so reintun. GPS. So, dann haben wir hier die zwei Heilungen. Und dann würde ich sagen, benutze ich jetzt mal hier die Zusatztasche. Komm, Zusatztasche. PSGT-Weste hat nun mehr Taschen, Leute. Genau, für alle Fälle einfach eine Granatenpistole rein. Für alle Fälle einfach, falls ich nicht mehr klarkomme oder so, ne? Und eine die Kohle am besten noch rein. Oh, wir haben so viel Platz hier. Das ist so geil, Leute, im Kampfinventar. Dann nehme ich mir jetzt noch... Nein, 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 um Gottes Willen. Verschieben. Tu die andere Waffe noch mit da rein. Mit der Hydra-Muni. Ja, da habe ich einen Platz noch frei, ne? Für irgendwie Flair oder sowas. Oder ein Blitzlicht. Ja. Das sieht doch geil aus. Gut, dann quatschen wir mal ein bisschen. Brauchen Sie was? Infos über den Bunker. Mehr weiß ich nicht. Toll. Okay, ja gut. Brauchen Sie was? Kann ich den Wagen haben? Ich hätte da eine Bitte. Was ist? Warum so förmlich? Kann ich Ihren Wagen haben? Sie wollen zum Bunker? Ja. Hm. Grimmig. Verstehe. Sie können meinen Laster haben. Ah, cool. Zu dumm, dass er jetzt Öl leckt. Können Sie es reparieren? Klar. Dauert nur ein bisschen. Okay. Ah ja. Gehen Sie ins Motel und suchen Sie einen Behälter für Benzin. Danke. Jawohl, Leute. Kennen Sie schon.
Lobby-Schlüssel erhalten. Also wir können jetzt in die Motellobby. Und wir müssen einen Behälter für Benzinkauf erholen. So, Leute. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Genau. Ja. Wir müssen jetzt in die Hotellobby. Die ist ja, das ist ja der rote Punkt da. Ne? Dafür haben wir jetzt den Schlüssel bekommen. Und die Musik hat sich wieder geändert, Leute. Richtig gut. Die Musik ist wieder richtig geil jetzt hier. Genau, ja. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf. Hier drin waren nochmal Gegner. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, Leute. Boah! Oh Gott! Boah, da hat mich jetzt echt mal erschrocken hier. Ah, verdammtes Vieh, ey. So. Wie viele Schüsse brauchst denn du? Boah, die haben mich... Die können einen ganz schön erschrecken hier, ne? So, wisst ihr was? Dann macht jetzt wie mal Plasma. Sind die kurz gelähmt? Das kann ich nutzen, um nachzuladen. So, Leute. Dann... Wo ist das Ding? So, weg damit. Macht es kaputt. Die sind eklig, Leute. So, dann haben wir das. Sehr gut. Seht ihr? Jetzt kriegen wir HP dazu. Geil. Müssen wir uns nicht mehr so viel heilen hier. 100, und wir haben jetzt 135 Hitpoints, Leute. Richtig gut. Richtig gut. Wir rüsten uns auf. Ratatatatat. Genau, Leute, dann würde ich sagen, jo. Gehen wir jetzt mal in die Lobby da hinten, ne? Weil das war ja da bei der Treppe da. Genau, wir können nämlich nicht keinen Kanister aus seiner Garage holen, weil die alle ein Loch haben. Ja, das ist bescheuert, aber ich weiß, aber das ist halt so. Okay, Leute, gut. Ja. Dann... Boah, die Mucke ist richtig chillig hier. Lobby-Schlüssel benutzt, Freunde. So. Ah, dann schauen wir uns mal hier um. Die Hotellobby also. Neuer Raum, Leute. Wird auch mal langsam Zeit. So, was haben wir denn hier? Ein Foto aus einem alten Kinofilm. Zwei Revolverhelden aus einem Western. Der Titel 1881 Tombstone. Das berühmte Duell am Oki Corral. Links Doc Holliday. Rechts der Sheriff Wyatt Earp. Genau, Leute. Ja. Die Info wird noch wichtig. Klickt da nochmal drauf. 1881 Tombstone. Holiday und Earp beim Duell am Oki Corral. Gut. Die Info wird gleich wichtig. Hier, Telefon. Können wir noch telefonieren? Ja, Gespräch, okay. Kurz mal anrufen. Ja, okay. Ich sag's ihm. Ja, du auch. Nee, da gibt's nichts mehr. ja, das sieht ja noch einigermaßen sauber hier drin aus, ne? Okay. Zum Glück keine Gegner hier oder sowas. Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Naja, weiter. Motel Bronco. So. Ist also die Rezeption. Hier ist nichts drin. Sicher? Manchmal verarschst du mich. Nein. Okay, gut. Ja, was haben wir hier? Eine Notiz. Beim Tombstone-Duell waren Raute, Holiday 30 Jahre alt und Earp? Fragezeichen. Genau, das ist ein Rätsel hier, Freunde. Für Revolverhelden haben beide sehr lange gelebt. Freundschaft und Glück waren wohl der Schlüssel. Eine Notiz. Beim Tombstone... Achso, jetzt kommt das wieder, ne? Ja, okay. Sehr interessant. Eine handgeschriebene Notiz. Wie bediene ich die Kasse? Merkt ihr das gut? Genau, Leute, das ist nämlich das Rätsel hier. Zuerst Raute, dann den Code. Am Schluss total. Schau aufs Foto, wenn du den Code vergessen hast. Das hat wohl der Besitzer hier hinterlegt. Ah, ja. Ein Merkzettel. Okay. Gucken wir uns mal weiter hier oben. Oh, die Mucke passt so zum Rätseln jetzt gerade. Genau. Ein Gästebuch. Nicht gerade gut besucht. Naja, kein Wunder mitten in der Wüste. Oh, das stimmt.
Die meisten sind Lastwagenfahrer und junge Globetrotter. Moment! Vom Januar bis nächsten März 98 war alles belegt. Noch dazu vom selben Gast. Wie kann das sein? Januar 98. Kurz nach dem Vorfall in Manhattan. Ist das möglich? Aha, Leute. Sehr interessante Info hier. Weil im Jahr 98 gab es ja auch den ersten Teil. Ne? Und im ersten Teil wurde ja die ganze Stadt New York irgendwie platt gemacht von diesen Monstern. Und ja, da ist irgendeine Verbindung zu. Der Name wird wohl sowieso falsch sein. Sau interessant, Leute, dass man hier noch so eine kleine Verbindung zum ersten Teil kriegt. Nicht schlecht. Gut, Leute. Genau, Kassenrätsel. Ja, wir müssen die Kasse hier aufmachen, weil da ein Schlüssel drin ist. Und, ja, wir haben die ersten drei Ziffern ja schon bekommen, ne? Untersuchen. Ein Kassenregister. Genau, Raute. Erst die 30, ne, wie wir eben da gelesen haben. Und der Rest, wissen wir noch nicht. Allerdings, Freunde, weiß ich, wo wir die Info herkriegen. Es geht ja darum, also erstmal können wir es nicht aufmachen. Es geht ja darum, hier um dieses Bild. 1881 Tombstone. Holiday und Earp. So, der Holiday war ja 30 Jahre alt, ne? Und der Earp, da haben wir mal ein Bild gesehen von, meine ich, oder? Moment, wir gehen nochmal kurz raus und wieder rein. Dann resetze ich das nämlich. Können wir das nochmal genau lesen. So, was haben wir denn hier, Leute? Ein Foto aus einem alten Kinofilm, bla bla bla. So, links Doc Holiday. Rechts der Sheriff Wyatt Earp. Ja, okay. Holiday und Earp. Okay, was war da nochmal jetzt mit der Info? Gucken wir nochmal ganz kurz. Hier war ja diese Info, ne? Eine Notiz. Holiday, Doc Holiday. Wir müssen also Wyatt Earp finden, Leute. Wir müssen ein Bild von Wyatt Earp finden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch nochmal in diese beiden Zimmer da rein. Wo die Gegner drinne waren. Weil ein Raum war ja komplett nutzlos. Ne, nämlich dieser Raum 1 hier rechts. Genau deshalb würde ich sagen, gucke ich hier zuerst mal. Genau, hier drinne, Leute. Das ist nämlich das Kassenrätsel. Hier vorne ist nämlich ein... Genau, dieses Bild hier, Leute. Das Bild eines frisch wirkenden Mannes. Doc Holiday. Da haben wir ihn doch. Wir müssen nämlich nicht, ach Quatsch, wir müssen gar nicht weiter finden. Wir müssen Doc Holiday finden, genau, Leute. Doc Holiday, ah nee, Quatsch, gar nicht wahr, oder? Nee, das ist der Falsche, Leute. Tut mir leid, was ich gerade gesagt habe, das war falsch. Der ist nämlich 36 Jahre geworden. Genau, das ist der Falsche, Leute. Wir müssen den anderen, Raute 30 haben wir ja schon, ne? Wir brauchen dann den Wyatt Earp. So, dann war der vielleicht doch hier. Vielleicht doch hier in dem Raum. Da war der Raum 1 ja komplett nutzlos. Da ist auch ein Bild, schaut mal. Ein altes Porträt. Wyatt Earp. Nee, aber eigentlich 1848 ist... Nee, der ist älter geworden. Hä? Moment mal. Ich bin jetzt gerade... Ich weiß zwar die Zahl, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, wie man die rauskriegt. Weil ich weiß, dass der... war es vielleicht doch der andere? Ich gehe nochmal kurz zurück. Es tut mir leid. Aber ich gehe nochmal kurz zurück. So. Ja, das ist ein kleines Rätselchen hier. So. Ich weiß, dass es diese beiden Leute waren. So. Hier. So. 1851 bis 1887. Der ist 36. Aber ich weiß, dass die Zahl 33 ist. Also irgendwie... Schau aufs Bild, wenn du dich nicht erinnern kannst. Ich weiß, dass die Zahl 33 ist, aber ich möchte gerne wissen, warum. So. Ja, wie gesagt, also der eine war 36 und der andere war älter.
Gehen wir nochmal kurz hier rein. Hier war doch dieses Bild. So. Doc Holliday. Rechts der Sheriff Wyatt Earp. Ich kann mir das jetzt gerade nicht so wirklich erklären. Eine Notiz. So. Hier, Doc Holliday 30 Jahre alt. Und Earp, der war älter. Der war keine 33, oder? Wyatt Earp. 30. Freundschaft und Glück waren wohl der Schlüssel. Der war nie im Leben 33, Leute. Der Wyatt Earp, der war doch 80 oder so. Naja, gut, Leute. Ich kann es da leider nicht auflösen, warum das jetzt genau die 33 war. Aber ich weiß, dass es die 33 ist. So. Raute 30, die wissen wir ja, ne? Und dann haben wir hier die 33, so. Total. Genau, Leute, das war die 33. Es hat auf jeden Fall was mit dem Alter dieser Männer zu tun, aber ich weiß nicht genau, ja, warum. Der war nämlich 36, der Typ. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier den Schlüssel aus der Lobby, Leute. Ja. Schlüssel aus der Lobby erhalten. Dann schaue ich mir noch den mal an. So, Leute. Bronco Hauptschlüssel. Ein Aluminiumschlüssel mit einem Bronco-Halter. Auf dem Aufkleber steht Master. Mhm. Genau, Freunde. Master. Das heißt, dieser Schlüssel, dieser verkackte Schlüssel, da sind wieder Gegner im Übrigen, dieser verkackte Schlüssel ist ein Masterschlüssel. Das heißt, mit dem können wir jetzt in alle Zimmer rein. Und das ist doch mal schön, Freunde, würde ich mal sagen. Und ich muss mal ganz kurz hier, ganz kurz eine minimale Pause machen. Also bis gleich. So, Leute, ja, da bin ich wieder. genau, wir hatten ja jetzt gerade diesen Masterschlüssel bekommen, ne? Und dieser Schlüssel ist ein, ja, ein Masterschlüssel. Das heißt, wir können in alle Räume rein. Habe ich ja gerade eben schon mal erzählt gehabt, ne? Und, ja, würde ich sagen, machen wir das direkt mal. Wie gesagt, also mit dem Rätsel, keine Ahnung, wie man da auf die 33 kommen sollte. Ja, ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, ich habe nur die 36 im Kopf, aber, ja. So, seht ihr das? Bronco Hauptschlüssel benutzt, Leute. Wir können in die geschlossenen Räume rein. Sehr geil. Oh, Babys. Okay, was macht denn die Babys hier? Schaut mal, da ist ein Zombie. Lass den mal kommen. Lass den mal kommen. Lass den mal da rauskommen hier. Komm mal raus. Und dann schießen wir auf den Babys da. Ach, ja. Seht ihr das? 84 Damage, Leute. So. Da ist noch was drin da hinten. Cool, Freunde. Wir haben jetzt hier noch ein paar neue Räume. Ah, nein. Die Muni ist leer. Verdammt. Gut. Dann wechsel die Waffe. Komm. So, dann nehme ich nochmal die Hydra. Was ist denn hier? Ist er gar nicht hier. Nein, der ist gar nicht hier. Ach, Mann. So, dann ist er da. Ach, krass, Leute, genau. Dann ist er da drin. Okay. Gut, Leute. 19 HP, 19 MP. Wir sind voll, Freunde. Gut, dann schauen wir uns mal hier um. In der Garderobe ist nichts. Um im Real ist was. MP-Wasser Level 2, Freunde. Geile Scheiße. Das war alles. Okay. Bett. Okay. Hier ist noch so ein Schreibtisch. Sagt sie nichts zu. Okay, was ist das da für ein Bild? Das Bild eines strammen Mannes. Kit Carson. 1809 bis 1868. Ah ja, meine Uhr, okay. Der berühmte Mann aus den Bergen. Kit Carson, okay. Gut, den Raum gucke ich mir noch zu Ende an. Und zu dem Nachttisch hier sagt sie nichts. Das geht eh schnell, weil die zu nichts was sagt hier. Zu dem Fernseher. Ein Fernseher mit Drehreglern. Unten steht klein defekt. Der Fernseher ist völlig defekt. Ich habe aber nicht den Mut, mich zu beschweren. Ein hagerer Mann in den 20ern. Großstädter. Auf der Schrift lässt sich allerlei folgern. Ein Defekt. Was? Okay, Leute, das ist mysteriös. Ich sehe nur Felsen. Stimmt, da war ja noch dieses andere Rätsel, ne, wo man sich spiegelt. Genau, Leute, wo man sich spiegelt. Was haben wir denn hier? Was haben wir? Haben wir hier irgendwas?
wo man sie spiegelt. Ich erinnere mich da doch an irgendwas. Das ist Klo. Die Klobrillen sind alle O-förmig, ja. Nichts von den... Der Spiegel ist zerbrochen. Okay. Ein kaputter Spiegel. Na gut, ich kann mich dann nämlich an was erinnern, aber... Gut, Leute. Ich würde sagen, da es hier nichts mehr gibt in diesem Raum... Moment. Hier gibt es echt nichts mehr, ne? Nee. Okay. Würde ich sagen, jo. Mache ich jetzt hier erstmal Schluss. Und, ja. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, würde ich sagen, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, wie es dann hier weitergeht, würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Ne? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.